Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörth. Im heutigen Video mehr über Holzschlägerung, Weiterverarbeitung, Lagerung. Ja, mehr wie immer davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Wenn man einen Baum umschneidet, egal ob es ein Fichten- oder ein Ahornbaum ist, es geht einmal um den Zeitpunkt, um den richtigen, wann schläge ich das. Meiner Meinung nach ist der richtige Zeitpunkt zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Jänner. Und bei Neumond wird geschlägert. Das hängt damit zusammen, dass der Mond Wasser anzieht. Jeder, der am Strand einmal war, weiß, dass einmal mehr Wasser da ist und einmal weniger Wasser da ist. Hat genau den Grund, dass es also Ebbe und Flut gibt. Und das gibt es natürlich auch in die Bäume. Der ungünstigste Fall ist, wenn ich den Baum im Sommer, wenn er wirklich im Saft steht, also der ist komplett waschelnass und so, dass der Mond das Wasser anzieht, dann ist noch mehr Wasser im Baum drinnen. Wenn ich den zu dem Zeitpunkt schläge, dann habe ich zwar keinen Schnee, den ich bewältigen muss, wenn ich das Stickel dann antransportiere, aber das große Problem ist das, dass sämtliche gelöste und ungelöste Mineralstoffe im Holz sind. Es wird dann viel langsamer trocken das Holz und letztendlich ist es viel schwerer. Das heißt, das ist kein schwingungsfähiges Material. Der Fehler wird leider oft gemacht, dass die Leute auch jetzt Tonholz schneiden, ja, weil sie das halt im, keine Ahnung, September umgeschnitten haben, den Baum. Das ist keine gute Idee. Ja. Also das erste ist einmal der Zeitpunkt, wann ich den umschneide. Das nächste ist, ich habe dann, wenn der Baum umgeschnitten ist, nicht besonders viel Zeit zur Weiterverarbeitung. Wenn der Baum einmal 2, 3, 4 Monate liegt, fängt er bereits Färben an. Und zwar sowohl ein Nadelbaum als auch ein Ahornbaum. Die haben dann innen blaue Schimmer drinnen, grüne Schimmer drinnen, rötliche, bräunliche Schimmer drinnen. Das ist im Prinzip schon eine ganz starke Wertminderung und das Tonholz nicht mehr zu brauchen. Dann geht man her und spaltet einmal also eine Scheibe von einem Baum auf, dass man sieht, wie verläuft das. Wenn der Baum gerade aufwächst, dann ist das ideal. Und wenn der Kern wirklich in der Mitte ist, wenn der Kern exzentrisch ist und der Baum ein bisschen exponierter steht, dass der in Wirklichkeit immer von einer Seite einen Wind kriegt, dann hat der Baum letztendlich einen Trara drinnen. Das ist was, was auch unbrauchbar ist. Das muss man wissen und sowas sollte man nicht verarbeiten. Sonst habe ich im Prinzip Fasern drinnen, die einen liegen so, wenn ich das stürze, und die anderen liegen so. Man sieht das immer wieder bei Instrumenten. Das ist dann auf keinen Fall eine gespaltene Ware, sondern eine gesägte Ware. Man sollte es entweder kontrollieren oder eine Spaltung machen, dass man sieht, dass das gerade runterfällt. Und dann kann man es natürlich schon schneiden. Beim Spalten habe ich mehr Verlust, weil die Spaltung natürlich niemals eine gerade Fläche ist, sondern immer irgendwie so ein bisschen bricht, beziehungsweise halt auch so den Faserverlauf. Nur, sobald ich den Faserverlauf habe, dann kann ich es eh schneiden. Aber oft wird es halt auf einer Säge im Prinzip gleich gefiedelt und dann schauen sich die Leute das an. Nur, die Säge schneidet genau dort, wo sie soll, wenn alles funktioniert, wenn sie scharf ist und das richtig eingerichtet ist. Spalten tut sich das Holz wirklich so, wie er gewachsen ist. Das heißt, das ist was, was meiner Meinung nach was Wichtiges ist, dass das, also dass die Faser wirklich gerade runter rennt und nicht immer so schräg durch das Brädel dann durch. Das ist ganz was anderes in der Qualität. Jetzt nehmen wir an, wir haben den Baum zum richtigen Zeitpunkt geschlägert, dann braucht er viel weniger lang zum Trocknen, weil ihm viel weniger Wasser drinnen ist und damit viel weniger Mineralstoffe. Ich selber mache es dann auch noch so, dass ich den Baum ab einer Brusthöhe erst verwende aufwärts, aber unterhalb ein hübsches Holz drinnen ist. Weil dort natürlich noch immer mehr Mineralstoffe drinnen sind und das Material logischerweise schwerer und nicht so schwingungsfähig ist. Gut, jetzt nehmen wir an, wir haben ihn richtig geschlägert, wir nehmen nur das Stickel, was wirklich in Ordnung ist, und jetzt nehmen wir an, wir haben es auch gleich weiterverarbeitet. Dann passiert im Prinzip genau das, dass das Material einmal im Freien, aber natürlich von oben her gegen Regen und so weiter geschützt, im Kreuzstapel aufgestapelt wird. Da liegt dann immer nur ein Schneid auf der anderen auf von diesen Keile. Das gewährleistet, dass am schnellsten die Feuchtigkeit auch transportiert werden kann, weil immer leichter Luftzug geht. Das sollte man nicht im Raum herinnen machen. Das erste Jahr sollte es einmal im Freien sein, weil
Ein Hortholz zum Beispiel braucht ungefähr 6 Monate vom Umschneiden, bis der sogenannte Fasersättigungszustand erreicht ist. Das ist genau das, wenn nur mehr in den Zellwänden die Feuchtigkeit drinnen ist, aber die Zellhohlräume keine Feuchtigkeit mehr haben. Und dann trocknet es einfach gemütlich in der natürlichen Holztrocknung ober. Das hat jetzt folgende Vorteile und es gibt folgende Nachteile zu einer künstlichen Holztrocknung. Der Vorteil einer natürlichen Holztrocknung ist, dass das natürlich viele Jahre dauert, bis das Material alt genug ist und eine Ruhe gibt und wirklich trocken ist zur Verarbeitung für Streichinstrumente zum Beispiel. Aber es wird nicht nur trocken, sondern es schrumpft auch, es wird kleiner, das Material, durch die Trocknung. Bei einer künstlichen Holztrocknung in einer Trockenkammer, und da gibt es schon ziemlich gute, dass auch innen zum Beispiel jetzt nicht irgendwie eine Verfärbung, ein Braune noch drinnen bleibt, was beim Ahorn sein könnte. Das Problem ist das, du kannst zwar die Feuchtigkeit rausholen aus einem Material, das kannst bis zur Tartrockenheit zu 0% machen, was eher Blödsinn ist. Also es sollten immer noch 6, 7, 8% drinnen sein, wenn man es künstlich trocknet. Nur die Spannungen hast du alle im Holz drinnen und das Schrumpfen ist auch nicht in dem Maß passiert, wo es passieren müsste. Das heißt, das schrumpft noch. Sprich, Fugen passen auf einmal nicht mehr, aber wenn das Instrument schon gebaut ist. Es wird kleiner. Wenn das natürlich getrocknet ist, dann kannst du irgendwann davon ausgehen, dass nur mehr der Einfluss von mehr Feuchtigkeit oder weniger Feuchtigkeit das Holz quellen und schwinden lässt. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wo es zuerst diese Trocknungsperiode ist. Für den Instrumentenbau, ich sage es mal ganz einfach, ein Holz für eine Geige oder für eine Bratschen, das soll zumindest so 10-12 Jahre sein. Bei einem Cello reden wir von, ja, ich würde jetzt einmal sagen 20 Jahre, weil das sind schon so Bredeln, die sind auf der einen Seite dann 4 cm stark. Ein Cello-Holz hat in etwa auf der stärksten Seite 7 cm. Und die Faustregel beim normalen Lufttrocknen ist, ob dem Fasersättigungszustand, also nach 6 Monaten, hast pro Zentimeter ein Jahr Trocknungszeit. Das heißt, ein Bredel, das 1 cm stark wäre, wäre für Tischlereizwecke, sage ich mal ganz einfach, in 1,5 Jahr verwendbar. Bei einem Instrumentenbau reden wir beim 1 cm starken Bredel zumindest von, ich würde jetzt einmal sagen, 4 oder 5 Jahre. Wenn das dann 2 cm ist, dann gebe ich halt noch 2, 3 Jahre dazu. Wenn das ein Holz ist, dann hat der schon wieder 5 cm in der Stärke und damit kommt man auf die 10, 12 Jahre. Und das ist was, das kann man auch nicht umgehen. Was natürlich einige Leute jetzt nicht wissen, speziell wenn sie bei Tonholzhändlern Material kaufen, was ist das für ein Material? Die kennen das auch nicht, wenn sie es in die Hand nehmen und sofort feststellen, okay, das ist ein sehr schweres Material, das heißt, da stimmt schon irgendwas nicht. Wenn du so Instrumentenholz hast, das lässt sich natürlich, weil kaum mehr Spannungen drinnen sind, wenn es alt nur ist, super verarbeiten und das Ergebnis für ein klingendes Instrument ist natürlich viel, viel wahrscheinlicher, als wenn das jetzt ein kaum ertrockendes, viel schweres, zum falschen Zeitpunkt geschlägertes Material ist. Ja? Das sind in etwa mal diese Grundsachen, die man wissen muss. Wenn es Leute gibt, die glauben, wenn ein Baum mit einer Motorsäge umgeschnitten wird, dass sie das Holz irgendwie diese bösen Schwingungen von der Motorsäge merkt, von dem halte ich gar nichts. So einfach ist es erklärt. Man muss es halt glauben. Ja? Da ist es so, dass man es nicht nur glauben müsste, sondern man hört es auch. Das eine funktioniert und das andere funktioniert nicht. Wie ist es denn, wenn ein Holz noch viele Jahre älter ist? Wird es dadurch besser? Jo. Weil? Weil eine Umkristallisation stattfindet im Ahornholz. Das heißt, du hast ja immer Bestandteile drinnen und das wird sozusagen härter und das wird homogener. Sprich, es schwingt hochfrequenter. Also ein Holz, das 60, 80 Jahre alt ist, klingt mit Sicherheit viel besser wie ein Holz, das 15 Jahre alt ist. Und das ist auch, wenn du heute ein Instrument aus einem, sagen wir mal, relativ frischen Material baust, dann braucht das halt, also ich sage jetzt einmal, vom Schlägerzeitpunkt würde jetzt einmal von 80 bis 90 Jahren ausgehen bei einem Ahornholz. Eine Geige, die vor 60 Jahren gebaut worden ist, mit einem 10 Jahre alten Material, ja, die ist in 10 Jahren nur aufgrund dieser Umwandlung besser als am Anfang war. Unabhängig von dem, dass sie gespült wird oder nicht. Das ist in Wirklichkeit genau das, was man wissen muss, wenn es um Holz geht. Man kann aus einem frischen Holz
ein Instrument bauen, nur ist die klangliche Eigenschaft mit Sicherheit nicht so, als wenn das ein wirklich ein altes Material ist. Bei Stegen, ganz definitiv der Unterschied da. Wenn ich halt uralte Stegmaterial habe, feinst gewachsenen Bergahorn, aus denen ich meine Stege mache, bin ich ganz klar im Vorteil, als wenn ich da irgendwas relativ Frisches habe. Das ist so. Und jeder, der damit zu tun hat, weiß das auch. Und die Musiker hören das auch sofort. Das eine klingt und das andere klingt nicht. Ist es nur bei Ahorn oder auch bei Fichten? Das ist bei beiden. Ja. Am Anfang ist es so, dass bei der Fichten der Unterschied zwischen dem weichen Jahresring und dem harten Jahresring, sprich, das eine ist der Spätzuwachs und das andere ist der normale Zuwachs. Ja. Deswegen sieht man den Strich. Da ist der Unterschied am Anfang viel größer und je älter das Material wird, desto härter werden auch diese weichen Jahresring drinnen. Und das klingt natürlich auch besser. Ganz, ganz eine klare Geschichte. Und das Video gibt's, weil ein paar Leute da noch gefragt haben, dass da noch gern mehr wissen würden. Ja, und beim Donuts ist es so, wie auch bei, keine Ahnung, bei Opalen oder sonst irgendwas, wenn du halt einen Baum hast, du siehst erst, was drinnen ist, wenn du ihn um- und aufgeschnitten hast. Also man kann da theoretisch schon einmal ein Pech haben, oder man hat eigentlich öfter ein Pech wie ein Glück, dass man ein gutes Material in der Hand hat. Und was auch noch wichtig ist jetzt, das habe ich zuerst vergessen, wenn es um den Unterschied von der natürlichen zur künstlichen Holztrocknung geht. Also ein natürlich trocknetes Material, das neigt kaum zur Rissbildung. Ein künstlich getrocknetes Material viel eher. Deswegen müssen die stirnseitig wahnsinnig behandelt werden, weil das natürlich alles ist in Schnee geht. Moderne Trocknungsanlagen, die arbeiten ja mit, also was weiß ich, hohen Temperaturen, mit Vakuum, und da wird eine Feuchtigkeit sogar dazu einblasen, damit es das nicht komplett zerreißt. Trotzdem ist es so, dass also künstlich getrocknete Hölzer, wie sie in der Tischlerei halt schon auch verwendet werden, die haben dann Haarrisse drinnen, was jetzt bei einem Möbel nicht so ein großes Problem ist, beim Instrument natürlich schon. Also, wenn, richtiger Zeitpunkt, gleich verarbeiten und dann gescheit lagern, richtig lagern und Zeit nehmen. Das ist das, was die Grundlage ist für ein klingendes Instrument. Können wir vielleicht auch noch ganz kurz das klären, wie schlimm das ist, wenn man einen Baum umschneidet, der ja so viele Jahre gewachsen ist und dass es eigentlich zum Heulen ist? Okay, jetzt sind wir wieder in einem anderen Sektor drinnen. Also, für diejenigen, die sich rein vom Herzen und vom Gefühl her an so Bäumen festketten oder was auch immer. Die Bäume wollen das nicht. Ich habe mit Bäumen geredet, die haben gesagt, also die sind mir auch suspekte Leute. Man muss es sehr logisch betrachten. Ein Baum hat eine gewisse Lebenszeit. Das heißt, wenn er in Ruhe gelassen wird, wird der Baum normalerweise so und so alt. Dann kommt er zu seinem Höhepunkt und damit zu einer Erntezeit und dann stirbt er. Es gibt keinen Ahorn, der 2000 Jahre alt ist. Ein Ahorn ist in der Regel nach 400, 450 Jahren finito. Das heißt, die sterben dann wirklich an und es gibt schon Bäume, die sind ein bisschen älter, aber innen drin sind die eh schon hohl. Da passiert nicht mehr viel was. Und die fangen dann an, gefährlich werden, weil natürlich Äste abbrechen können. Und was weißt du, wenn die Bäume einmal, das ist auch was beim Fällen, die Bäume haben ein Gewicht, die sind richtig schwer und die kommen mit einer ziemlichen Geschwindigkeit daher, wenn sie umfallen. Also da ist auch zum Aufpassen, das ist nicht so ohne. Also, wie gesagt, super, wenn Bäume lang leben, aber irgendwann ist es kein Thema, dass sie geerntet werden. Nur, das muss man einfach verstehen. Es bringt nichts, wenn du heute, ich weiß nicht, zwei Schweindeln hast auf deinem Bauernhof und ja, die dürfen hier das Ableben haben. Du wirst die wundern, die sterben irgendwann. Und dann kannst du das so nicht mehr essen. Das ist jetzt für einen Veganer nicht das Problem, weil der würde die zwei Schweindeln natürlich nur lieb haben und sie zu Tode streicheln. Nein, ich würde mich dran festkleben. So gierig bist du auf Schweinefleisch? Nein, Spaß beiseite. Das sind Sachen, die wirklich wichtig sind und das wird oft nicht beachtet. Das heißt... Outro! Okay. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es ist wieder was gewesen, was euch auch interessiert. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Wenn ihr irgendwelche weiteren Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber Video machen wir keins mehr drüber. Ich habe damit kein Problem. Ja. Alles dann, pfiat euch!
Ja, da war der ein oder andere Kommentar. Einziger, er darf gern mehr drüber hören. Naja gut, wegen der Frau Kommentatorin, der Michaela, da wird ja auch ein eigenes Video gemacht. Ja, na klar. Da kann ich aber nichts dafür, weil das keine Frau ist, die da fragt. Okay. Ja, aber das mache ich. Ja, ist klar. Du kannst ja was zwischenfragen. Soll ich wirklich? Weil wenn ich meine wertvollen Fragen stelle, wird immer nachher geschimpft. Nicht immer, aber immer wieder. Das ist klar, mein Freund. Das ist gut. Wir sind doch Freund, oder? Ja. Solange ich nicht zu viel Struktur in die Videos verlange, sind wir Freund, oder? Ja, das war jetzt aber schon kein schlechtes Take, oder? Ein Instrument, das vor 60 Jahren gebaut worden ist, also ein 10 Jahre alten Material. Ich schaue direkt in die Kamera. Oh, red einfach weiter. Die Frage ist. Naja, frag. Ja, das macht wirklich, es macht viel aus. Es scheinen echt so viele Leute nicht zu wissen. Die einfachsten also. Sachen. Es hat in Graz einen Hochschulprofessor gegeben, einen Deutschen, der hat eine Carcassi-Geigen gehabt aus Florenz, eine italienische Geigen, an sich ein ganz nettes Geigerl. Da war ein bisschen was zu tun dabei und dann hat er gesagt, ja, die ist ja wohl schon mal repariert worden, weil da ist ja eine Strebe drinnen. Der hat den Bossbalken gemeint. Und dann habe ich gesagt, nein, das kehrt eine, das ist immer drinnen. Der war auch der Meinung, dass es vollkommen egal ist, mit welchem Bogen das man spielt. Der war in einer Zeit in Graz Professor, wo, ich weiß nicht, der teuerste Bogen 2000 Euro wert war, umgerechnet auf, auf die heutige Währung. Und dann erst haben die Leute angefangen, tut da mal ganz tapfer auch für, ich weiß nicht, 5000 Euro oder 7000 Euro einen Bogen kaufen. Die sind zuerst für blöd gehalten worden. Du, es ist jetzt das Gleiche wie mit unseren Bestandteilen. Das, wo die Leute noch glauben, ist ja wurscht, welchen Seiten halt oder so. Ja, das ist ja keine wie Hose. Nein, es gibt schon nur, die das kapiert haben. Und wie gesagt. Ja, Gott sei Dank immer mehr. Ja, natürlich. Vor allem, du kannst das nicht wegdiskutieren, die Unterschiede. Du kannst nicht einmal mehr mit dem Argument kommen, naja, mir gefällt aber das besser. Naja, wenn einem das gefällt, dass man nichts hört. Ich sage ja, wenn man nicht üben will, ist sicher besser, was zu haben, was man nicht gut hört. Ich habe das wortwörtlich schon gehört von Musikern. Ich traue mich das Instrument nicht spielen, ich muss halt wirklich wieder üben. Ich glaube, ich habe es sogar in einem von den Videos eh schon mal gesagt. Ich habe Gott sei Dank Leute, die wollen, dass man das hört, was die geübt haben und kennen. Geht. Der Grund, dass ich die Kamera und das Mikrofon und das durchlaufen lasse, ist, dass man nicht jedes Mal klatschen muss. Du kannst aber jedes Mal klatschen. Das sag mir jetzt, nachdem ich so gut geklatscht habe. Jetzt bist du schon konditioniert, oder? Das bringt man nicht mehr weg. Sauber. Du kannst schon anfangen, die Fulster im Hintergrund ein bisschen. Ah, okay, ja, dann weiß ich jetzt, was dein Job ist. Und aufgrund der Klo-Muschel, der die Akustik enorm verstärkt und das ein bisschen wie das Horn Gondors wirken lässt, müssen wir das bis daher hören gescheit, oder?